Ihr aktuelles Buch trägt den Titel Der Eispapst. Als ich es das allererste Mal gesehen habe, dachte ich ja, der Begriff soll Sie beschreiben. Aber beim zweiten Blick sieht man die Akte Welzenbach. Es geht also nicht um Sie. Worum geht es denn? Wer ist Welzenbach und warum hat die Person Sie so sehr interessiert, dass Sie ihr ein Buch gewidmet haben? Also Welzenbach ist mir einer der liebsten Bergsteiger in der gesamten Geschichte. Nicht nur, dass er der beste Bergsteiger weltweit war in den 20er und 30er Jahren, dass er in einer ungemein tragischen Geschichte am Nanga Parbat 34 gestorben ist, sondern er war auch ein guter Denker. Er hat die Schwierigkeitsskala neu interpretiert. Er hat auch gut geschrieben, gut erzählt und er hat ein Leben geführt, das ich nachempfinden kann, weil ich Ähnliches erlebt habe. Und vor allem ist er durch sogenannte Kameraden so betrogen worden, dass er am Ende indirekt mindestens über diese Betrügerei sein Leben verloren hat. Und zwar am Nanga Parbat und damit teilen Sie auch gewissermaßen den gleichen Schicksalsberg. Ja. Genau, ja. Na gut, die ganze Geschichte gibt es in diesem Buch und natürlich in Ansätzen auch in der aktuellen Weltwach-Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön.